Guten Morgen zusammen. Wir bilden hier gerade einen Head and Shoulders, deswegen ein kurzes Video zum Bitcoin. Was können wir erwarten? Lohnt es sich jetzt in den Markt einzusteigen oder nicht? Ein paar Anmerkungen an dieser Stelle dazu von mir. Ein schöner Einstieg wäre mit Sicherheit hier ganz unten gewesen. Wir haben hier unten bereits das Buy-Signal nach den Pivots bekommen, danach das Buy-Signal hier auch vom LuxAlgo entsprechend. Und hier wäre ein schöner Einstieg gewesen, diesen Weg nach oben schon mal zu traden. Immerhin reden wir hier von 10% bis zum ersten Exit-Signal, 12% sogar mit dem Hebel 10, wenn das 120%, die wir gewinnen hätten. Nun, hätte. Wer das nicht gemacht hat, könnte jetzt möglicherweise hier eine Chance haben an dieser Stelle, denn wir bilden derzeit ein Head and Shoulders. Ich zeichne das mal ganz kurz ein. Wir haben hier die erste Schulter, dann geht es runter zum Kopf, dann geht es runter zur zweiten Schulter und hier dazwischen haben wir die Neckline. Und da sind wir jetzt gerade durchgebrochen, deswegen haben wir hier auch ein großes Buy-Signal. Und wenn wir uns das technisch ansehen, dann wäre der Abstand vom Head zur Neckline dann das konkrete Kursziel. Und das wäre natürlich sehr schön. Das läge dann hier oben bei rund 24.000. Okay, lohnt es sich jetzt an dieser Stelle einzusteigen? Ja, nein. Was müssen wir beachten, bevor wir hier reingehen? Nun, das Wichtigste ist, wir haben zwar hier das Head and Shoulders, sind hier durchgebrochen, aber wir haben hier natürlich eine extreme Resistance, das ist meine blaue Linie an dieser Stelle. Das heißt, dieses Level ist schon sehr gefährlich, jetzt hier reinzugehen. Ich würde hier auf jeden Fall warten, bis wir dieses Level durchbrechen. Das ist nicht nur historisch gesehen sehr wichtig, weil das die Range ist vom letzten Allzeithoch, sondern es ist auch deshalb wichtig, weil wir hier im 4-Stunden-Chart direkt in die Resistance reinlaufen. Wir sind zwar hier über der EMA 20, aber die EMA 50 kommt jetzt von oben und drückt uns möglicherweise wieder runter. Schauen wir uns das im Tageschart. Da wäre natürlich noch viel Luft bis hier oben. Da sind die 24.000 wieder spannend, die ich gerade schon gesagt hatte, als nächste Resistance. Aber im 4-Stunden-Chart haben wir jetzt hier sehr, sehr viele Widerstände. Von daher vorsichtig. Alle, die jetzt hier das Head and Shoulders gesehen haben und sagen, jo, das ist spannend, da gehe ich rein. Behaltet im Blick, dass das eine kritische Zone ist und es gut sein kann, dass wir hier abprallen. Sollten wir hier durchgehen und das Level schaffen, dann wäre es allerdings sehr spannend, einen kurzen Trade möglicherweise mitzunehmen, denn wir haben hier ein positives Cross jetzt im Stundenchart und im 4-Stunden-Chart ist das doch ein bisschen hin. Sollten wir aber hier wirklich drüber kommen, dann wäre das nächste Ziel auch hier erst wieder die 100er, die auch bei 24.000 liegt. Also da könnte es dann gut sein, dass sich das Head and Shoulders ausspielt. Okay, ich hoffe, das hilft euch. Wie immer, dies ist keine Finanzberatung, sondern sind nur meine Gedanken. Und ja, macht was draus. Ciao. Dieses Video ist keine Finanzberatung, sondern dient allein zu Schulungszwecken. Alle Infos rund um Bitcoin und Co. findet ihr unter wegocrypto.com. Clever investieren in Kryptowährung, erfolgreiche Trading-Strategien und schau dir unser Setup für passives Einkommen dank TradingBots an. Alle Links findet ihr unter diesem Video und nicht vergessen, diesen Kanal abonnieren, um keine Updates zu verpassen.